Hallo bei Birnis Motorradtouren. Dieses Mal ging es zu einer Alpen-September-Tour vom 5. bis 11. September. Wie ihr seht, habe ich sehr viele interessante Ziele gehabt. Nun, nach dem Intro geht's dann einfach los. Hallo bei Birnis Motorradtouren. Meine Yamaha Tracer 900 GT und ich zeigen euch die tollsten Motorradtouren in Deutschland und drumherum. Also, auf geht's und viel Spaß! So, los ging die Fahrt am Sonntag und zwar wieder wie gewohnt von Albstadt durchs Allgäu zur ersten Station bis nach hier, St. Leonhard über das Timmelsjoch. Dann machte ich einen Tagesausflug über die Sella Ronda, machte einen Tagesausflug zum Stilfser Joch, machte einen Tagesausflug übers Penzerjoch und die Hochfläche vor Meran und dann noch mal kurz aufs Timmelsjoch zu fahren und fuhr dann letztendlich an den Gardasee und wieder zurück bis auf den Penegal und fuhr am vorletzten Tag durch das Münstertal wieder bis nach Landeck, um dann am Arlberg zu übernachten und fuhr am siebten und letzten Tag dann wieder durch Oberschwaben zurück nach Albstadt. Alles in allem eine sehr schöne Tour und das Wetter spielte diesmal wirklich mit. So, los geht's dann. Wie man sieht, früh morgens So, jetzt haben wir so einmal den runden Kreis vom Elfenkleid. tja, die Sonne noch nicht am Horizont ganz oben. Dann noch eine kleine Runde vorm Haus. Und dann ging es auch schon los. Das Wetter war freundlich. Das war jetzt kurz vor Winterlingen. Stahlblauer Himmel, noch ein bisschen frisch. Aber das hat sich im Laufe des Tages dann einfach auch noch gegeben. Verkehr war keiner und auf kleinen Sträßlein ging es einfach Richtung Allgäu. Die Sonne noch relativ tief stehend, wenn man so Richtung Osten fährt. Aber dann einfach ein bisschen weniger Gas geben und die Landschaft genossen. Wie gesagt, Verkehr gab es zu dieser Zeit, das war so halb neun, neun sicherlich noch nicht. Und wenn man dann solche Perspektiven vor sich hat, das ist doch wie die Fahrt in den Bikerhimmel. Einfach toll, dieses satte Grün, was sich durch den vielen Regen in diesem Jahr lange erhalten hat. Tja, und man muss dann immer auch für andere mitdenken, die meinen, da kommt Sonntagmorgen selten was ums Eck, dann nehmen wir mal einen großen Bogen. Aber es hat ja noch gereicht. Hier sind dann so zum ersten Mal die Berge am Horizont erschienen. Man machte einen kleinen Fotostopp, der letztendlich hier ungefähr war, um dann die Aussicht ganz einfach mal zu genießen. Ja, dann kamen auch schon die ersten Biker entgegen, die natürlich auch fast die ganze Fahrbahn für sich nutzten. Und das Spiel zwischen Licht und Schatten und dann wieder Aussichtslage, das war einfach eine tolle, tolle Fahrt. Im Navi eingestellt, kurvenreich, und das hat es dann auch wirklich kurvenreich die Strecke geführt. Und mit schönen Aussichtssträßlen war das wirklich wunderschön.
Natürlich muss man immer wieder aufpassen, wenn dann Katze oder Hund schon spazieren geführt wird, weil da rechnet ja keiner damit, dass man da kommt. Ja, dann gab es noch ein bisschen Werbung am Wegesrand. Ob das die Zebrakuh ist oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Dann kommen jetzt einfach ein paar Bilder, Eindrücke, die ich mit einbauen will. Dann kam auch noch der 20.000. Kilometer. Wie gesagt, das Motorrad im Juli 2020 gekauft. Ich denke, das ist schon ganz akzeptable Fahrleistung. Weiter ging es dann einfach Richtung Allgäu. Ich suchte mir extra kleine Straßen raus, weil bei sowas, bei dem Wetter, das ist einfach herrlich. Dann ging es letztendlich in Hindelang auf den Oberjochpass. Linker Hand sah man noch die Schnitzelfabrik. Da war ich zumindest vor Jahren mal und konnte recht gutes Schnitzel zu mir nehmen. Der Oberjochpass hat 60 km/h Beschränkung und Überholverbot. Und es hat wohl schon mancher bezahlt, weil er einen überholt hat und die Polizei oben wusste, wie man unten den Pass eingefahren ist. Also von dem her einfach Zeit lassen und die Landschaft genießen. Es sind jede Menge Kurven, circa 300 Meter Höhenunterschied. Hier wird gerade die Höhenmarke von 1000 Meter überfahren oder vorbeigefahren. Die zwei Motorradfahrer lassen sich auch immer mal ein bisschen zurückfallen, um dann mit Schwung in die nächsten Kurven zu kommen. Einfach eine Strecke aus dem Motorradbilderbuch. So, oben angekommen, gibt es dann rechter Hand den Parkplatz, den man eigentlich, denke ich, schon immer mal anfahren sollte, um dann circa 100 Schritte zu laufen, um diese tolle Aussicht auf Bad Hindelang zu haben und auf das Tal, das da letztendlich drumherum liegt und die Berge. Einfach herrlich. Weiter ging es dann Richtung Tirol, und zwar zum Haldensee. Da auch ein Fotostopp eingelegt. Also dieses Bergpanorama muss man sich eigentlich mal anschauen. Naja, dann gab es einmal das gestellte Foto von anderen Bikern gemacht, aber ist ja auch nett. Dann ging die Fahrt weiter durchs Tannheimer Tal Richtung Lechtal und dort dann übers Hantenjoch Richtung Imst. Das ist so ein Foto, das ich mit jedem Ausflug, wenn ich dort bin, mache, um ganz einfach mal schauen, was es für eine Bilderreihe gibt in 5 Jahren. Ja, dann ging es übers Hantenjoch, dann weiter Richtung Imst. Eine sehr schöne Strecke. Dezibelmäßig habe ich ja kein Problem mehr, weil ich weniger wie 95 Dezibel am Motorrad habe. Aber man könnte sich immer noch ein bisschen aufregen, wie einfältig die örtliche Politik da reagiert. Aber das ist halt so. Und das ist ja dann wie gesagt, in den Bikerhimmel gefahren. Man weiß nicht, welche Erleuchtung kommt. Kaum Verkehr, schöne Kurve. Der Straßenbelag in Ordnung und toll zum Cruisen und Kurve schwingen. Tja, und selbst wenn die einen dann immer mal wieder von hinten überholen, sie sind trotz alledem nicht schneller und ich bin ja beim Genießen und Gott sei Dank nicht auf der Flucht. Das Hantenjoch ist auch nicht so hoch, sodass das immer noch eine schöne Vegetation hat, im Gegensatz zu anderen Pässen, die noch kommen.
Und wenn man das sieht, kann man ja froh sein, dass der Bus auf der anderen Fahrbahnseite ist. Wobei der Busfahrer um seinen Job sicherlich auch zum Beneiden ist. So, da sind wir jetzt auch schon fast oben angelangt am Hantenjoch. Da gibt es natürlich einen Aufkleberstand, was zum Essen oder eine Bushaltestelle. Und ja, viele Autos, wahrscheinlich Wanderer, die da oben laufen. Und seitdem der Straßenbelag frisch ist, seit letztem oder vorletztem Jahr, ist das eine ganz tolle Tour. Und bei dem Wetter und der Landschaft. Aber wie gesagt, es ist relativ viel mit 60. Es wird auch kontrolliert. Und ja, ich meine, so uneinsichtig wie die Kurven manchmal sind, sind die 60 vielleicht auch gerade richtig. Dann kam eigentlich ein kleiner Rastplatz. Und zwar hier linker Hand, den ich immer benutze, wenn ich da bin. Und zwar ist es ein ganz toller Blick. Es gibt ein Bänkchen, wenn man es bräuchte. Und ganz tolle Sicht. Und der St. Wendelin, der Viehpatron, vielleicht schützt er auch vorbeifahrenden, rastende Motorradfahrer. Einfach mal noch ein bisschen die Impressionen von der Haltestelle, dass man nicht nur dran vorbeifährt, sondern die Landschaft auch wirklich aufnehmen kann. Dann ging es auch schon weiter Richtung Imst. Und von dort dann Richtung Ötztal. Immer tiefer und höher ins Tal. Da hat es dann doch schon ein bisschen mehr Verkehr, aber war noch gut zu managen. So langsam ging es dann auch Richtung Timmelsjoch nach oben. Und das Timmelsjoch hat ja eine Höhe von über 2500 Metern. Da braucht man dann schon ein bisschen Zeit, bis man oben Schlingen fällt. Das ist der Ort hier. Das ist der größte Ort im Ötztal mit 4700 Einwohnern. Und wie gesagt, hier mal so ein bisschen Grafik. Man kommt das Hantenjoch runter, führt dann durch das Ötztal, Lengenfeld und dann über Hochgurgl und Obergurgl und kommt dann letztendlich ans Timmelsjoch und führt dann ins Passaertal wieder hinab. Auch das finde ich landschaftlich, wenn man so ein bisschen auf sich wirken lässt, einfach sehr, sehr schön. Straßenbelag ideal. Und das Wetter nach dem Sommer wie aus dem Bilderbuch. So, dann kommt Sölden im Ötztal. Und so manche Galerie säumt den Weg, wenn es nach oben geht. Und natürlich Haarnadelkurven. Und schon kommt wieder der nächste.
So, jetzt kommt man dann doch in einer Lage von circa 2000 Metern. Da gibt es auch ein Moho-Hotel, das Laurin, wo ich mir mal anschauen wollte. Aber wie gesagt, man kann da nur das Timmelzug rauf und runter fahren. Das, was man hier sieht, ist der Neubau nach dem verheerenden Brand vom Motorradmuseum, der es im November wieder aufmachen soll. Dann freue ich mich schon mal, wenn ich mal wieder hier vorbeikomme und das die Motorräder dann die alten anschauen kann. Das ist ja eine Mautstelle, die ist auf 2100 und ein paar zerdrückte Meter und kassiert den österreichischen wie auch die italienische Maut, wobei man von Italien bis zum Timmelsjoch hochfahren kann, ohne dass man was zahlen muss. Das ist ein Aussichtspunkt mit bombastischer Aussicht über die Berglandschaft und ins Tal hinunter. Da ist der Stopp eigentlich obligatorisch. Ja, das ist spielerische Motorradnachwuchsförderung, damit die auch gleich mit großen Maschinen in Berührung kommen. Auf jeden Fall hat es den Kindern recht gut gefallen. Nochmal der Blick ins Tal. Ja, dann waren wieder sich selbst überlassene Kühe unterwegs, die ohne Maut bezahlen, die Mautstelle überschreiten konnten. Die hatten dann noch kleine Glocken. Später kommen noch Kühe mit größeren Glocken. Und nachdem wir durch waren, ging die Fahrt dann einfach weiter nach der Maut mit fantastischen Ausblicken. Wie gesagt, mit 2200 Metern natürlich schon über der Baumgrenze. Und je höher man fährt, desto steiniger und unwirtlicher wird es eigentlich dann auch. Aber auch der Straßenbelag sieht ja noch relativ gut aus. Fast ist man dann oben und auf 2509 Meter hat man es dann auch geschafft. Der Aussichtspunkt, der berühmt ist von der Formgebung her, und dann die italienische Seite, wo es wieder hinuntergeht. In diesem Aussichtspunkt ist auch noch ein bisschen was zur Geschichte da. Wenn man sich die Autos anschaut, die haben bestimmt ganz ordentlich schaffen müssen, wo die seinerzeit zur Eröffnung raufgefahren sind. Einfach nur ein bisschen Impressionen aus den Bergen. Ja, und der Motorradfahrer mit Sack und Pack. Das ist dann die italienische Seite nach dem längeren Tunnel, den es da gibt, sieht man hier die Straße, die dann wieder ins Tal hinunterführt. Einfach zum Genießen, aber Obacht geben, man sollte auf der Straße bleiben, weil wenn es die Böschung runter geht, ich glaube, dass man da einfach wieder hochkrebselt. Je tiefer man kam,
ins Tal, desto bewaldeter wurde es natürlich wieder. Aber es war einfach ein Genuss. Da stimmte dann auch der Straßenbelag wieder, frisch geteert. Naja, da waren wir auch ein bisschen weit links. Das Timmelsjoch geht dann letztendlich auch durch die Ortschaften Moos im Passaiertal und in St. Leonhard im Passaiertal hatte ich dann auch meine erste Unterkunft für 4 Tage, wo ich dann immer irgendwelche Touren gemacht habe. Auffällig, es wurde viel im großen Stil gegossen, die Wiesen, damit wahrscheinlich Heu geerntet werden kann oder Gras und die Mutterkrume nicht weggespült wird im Regen. So, das ist nun schon St. Leonhard im Passaiertal, circa 700 Meter hoch und die Pension Schlossberg zu empfehlen, Lokation wie auch Essen und Terrasse und Freundlichkeit des Personals einfach toll, liegt in der 4. Haarnadelkurve, ungefähr auf 1000 Meter. Und hier sieht man rechter Hand einen ganz tollen Aussichtspunkt, wo man dann da ins Tal schauen kann. Ja, und bis man in der 4. Haarnadelkurve ist, fährt man dann eben auch nur welchen hoch. Wie gesagt, hier ist es, die Terrasse vorne raus. Abends kann man dann direkt live in der 4. Haarnadelkurve sitzen und schaue, wer wie da durchfährt und die schöne Abendstimmung genießen. Hat einen überdachten Parkplatz für die Motorräder. Also da hat man schon für die Motorradfahrer dran gedacht und ist auch ein Moho-Hotel. Würde ich wieder hingehen, war echt super. So, das war noch ein bisschen die Abendstimmung auf der Terrasse bei netten Benzingesprächen. So, am nächsten Tag ging es dann von St. Leonhard im Passaiertal hoch über den Jaufenpass bis nach Brixen und dann einmal um die Sella Runda gefahren und dann letztendlich wieder die gleiche Strecke zurück. So sah es dann, wie gesagt, in der Morgensonne aus. Die vierte Kehre in der Jaufenstraße. Ganz toll. Auch sehr schön dekoriert mit den Wanderschuhen, der tollen Terrasse mit Blick ins Tal, auch vom Frühstücksraum, der auf der Talseite ist. Und es ist schon richtig gemütliches Ambiente. Mit Hallenbad, sodass man sich ganz einfach auch noch am Motorradfahrer einfach mal stricken kann. Da werde ich mal wieder hinfahren. Gruß an dich, Stefan. So, das sind die Eindrücke letztendlich aus dem Frühstücksraum gesehen. Und dann ging es die Jaufenstraße hoch. Die hat ihren Scheitelpunkt circa bei 2200 Metern. Da war aber auch noch gar nichts los.
Das ist doch wieder eine Fahrt in den Bikerhimmel. Oben noch Nebelschwaden, war dann ein bisschen kühl, aber so mit dieser Sonneneinstrahlung und dem Nebel hatte das also ein bisschen was Mystisches, einfach schön. So, natürlich das erste Päuschen gemacht. Um mal den Eindruck noch aufzufangen. Oh, Entschuldigung, 2094. Wollte nicht übertreiben. Und das sind einfach tolle Impressionen. Dann kamen noch zwei Vespa-Fahrer raufgerattert. Nur ein kurzes Gespräch gehabt und dann ging es auch schon ganz einfach wieder talabwärts. So, dann ging es auch sehr flott ins Tal hinunter. Der Straßenbelag war wirklich in Ordnung. Das war dann an der Ecke bei Sterzing, wo die Jaufenstraße rauskam. Dann ging es über St. Christina weiter, um dann letztendlich beim Einstieg in die Sella Runda, die mir einmal links oder rechts rumfahren kann, sich überlegt, fängt man mit einem Grödner-Joch an oder mit einem Sella-Joch. Ich bin dann zuerst über das Grödner-Joch gefahren. Und zwar, man steigt hier ein und ich bin dann eben erst so rumgefahren und dann einmal um die ganze Sella Runda rum. Also, circa 50, 60 Kilometer ein Gedicht. Erster Fahrer dann mal auf dem Weg ein Bildchen zu machen. Also, wer Flugangst hat und mal noch sehen möchte, wie es in Amerika aussieht, in den Naturparks, der kann einfach mal hierher kommen. Weil das ist genauso schön, wenn nicht noch schöner. Ja, man sieht dann allerlei Lustiges auch unterwegs. Das war ein Gespann und der Beiwagen, da hat der Hund seinen Platz drin gefunden. Und dann ging es auch schon vom Grödner auch wieder weiter. Ja, dann habe ich jemand mal das Foto in die Hand gedruckt. Man hätte ihm vielleicht sagen sollen, dass der ganze Schriftzug toll ausgesehen hätte. Außer gibt es halt den ganzen Schriftzug nur mit dem Moped. Aber was soll's. Landschaftlich echt ein super Gedicht. Und um die Sella runter, wie gesagt, rauf, runter, links, rechts, Beschleuniger, Bremse, Berge und eigentlich kaum Verkehr.
sich vorstellt, welche Naturgewalten dafür vorhanden sein mussten, um diese Berge zu formen. Ja, und dann das Sella-Joch auch noch mit auf der Liste abgehakt. Und dann ging es auch schon wieder zum Einstiegspunkt. Während der ganzen Südtirolzeit gab es zwar Wolken, ist aber da, wo ich gefahren bin, nie ein Tropfen Wasser gefallen. Nur auf der Heimfahrt hat es mich dann mal noch erwischt. So, jetzt mal wieder die Kamera umstellen von Video auf Bilder. Und wieder zurück gewesen am Gabelpunkt. Dann wollte ich noch in Brixen die Festung anschauen, aber montags haben die Museen in Italien wohl immer geschlossen. Dann wieder hoch zum Jaufenpass und wie gesagt, heute Morgen Nebel verhangen und mittags oder früh abends dann eine ganz tolle Sicht. Und dann ging es auch wieder ins Tal hinunter. Und dann wieder gut angekommen. Es gab wieder ein Stellplätzchen und was Leckeres zum Essen. Da machten sie sich immer Gedanken, was es Abwechslungsreiches geben kann. Und Preis-Leistung in einem sehr ausgewogenen Verhältnis. So, am Dienstag, 7. September. Einmal das Passaiertal hinuntergefahren und durch Meran gequält, dann elendlang auf der Reschenstraße unterwegs gewesen, dann ging es hoch zum Stilfser Joch, da war wirklich viel los, dann einfach über den Umbrei und den Ofenpass durchs Münstertal bis nach Nauders am Reschensee vorbei und dann wieder bis nach St. Leonhard gefahren. Wie gesagt, immer geschaut, dass man früh morgens ein bisschen unterwegs ist. Dann die Reschenstraße entlang. Und beim Einstieg in Prat, wie gesagt, warten ja dann 48 Kehrer und ein paar Kurven auf einen. Einfach toll. Unten habe ich noch ein bisschen fotografiert. Und da oben dann wieder gefilmt. Wie gesagt, wenn man die Straßen, die dann da bis auf 2500 Meter sich hoch erklimmen, das ist schon faszinierend. Einfach jetzt mal so ein bisschen die Haarnadeln zusammengeschnitten. Ich sag, bei 48 hat man da schon richtig was zu schaffen. Und immer schön schauen, dass die Blickführung stimmt, dann funktioniert es fast von alleine. So, und schon sind wir in der Kehre 5, also schon relativ weit oben.
blöde Stadt mit einer Kehre halt rechts innen so übertrieben viel sieht. So, an der Grenze zum Trentin und zu Südtirol gibt es einen Parkplatz. Muss ich eigentlich sagen, der, wo noch nie oben war oder erst ein- oder zweimal oben war, der sollte da einfach mal ein Päuschen machen und ganz einfach die wunderbare Aussicht zum Genießen. Es ist immer wieder schön und beim ersten Mal hat man vielleicht das Auge nur für die Straße und beim zweiten Mal vielleicht dann auch für andere Dinge. So, dann wollen wir den Rest in Angriff nehmen. Oben der Weg ist normalerweise zum Befahren hier. Aber da ist irgendwas gebaut worden. Von dem her war das diesmal nicht möglich. Wie gesagt, die Radfahrer sind dann zierlich ganz stolz, oben anzukommen. Aber auch ein Motorradfahrer darf ein gewisses Stolz haben. Das geht jetzt noch fast von den Leuten. Das haben wir auch schon viel voller erlebt. Ja, da sind schon die ersten Gletscherskifahrer wohl unterwegs. An einem kleinen Päusle ging es dann Richtung Umdreipass wieder weiter. Rechts geht es da bei den Häusern in die Schweiz und links geht es nach Bormio hinunter. Die Straße nach Bormio ist auch sehr schön zu fahren. Sicherlich dann auch stärker befahren wie der Umbreipass, der dann nach rechts kommt. Also bin dann, wie gesagt, Richtung Schweiz durchs Münstertal, Umbreipass, Ofenpass gefahren. Und das war einfach wunderbar, kaum Verkehr. Kaum Leute und auch hier wurde es dann auf der Straße deutlich, deutlich ruhiger. Gesagt, immer noch 2500 Meter hoch. Und dann ging es einfach durch eine atemberaubende Bergwelt wieder hinunter. Die Yamaha, die ohne Fehl und Tadel super fuhr, einfach ein tolles Motorrad, würde ich immer wieder kaufen. Man sitzt bequem drauf. Gut, zu zweit ist vielleicht irgendwie blöd, weil sie nicht so viel zuladen kann, aber vom Fahrspaß und vom Fahrgefühl und von Fahrdynamik einfach herrlich. Und auf dem Ofenpass unzählige Haarnadelkurven, Ortsdurchfahrten, die an vergangene Zeiten erinnern. Da denkt man immer, dass gerade der Don Camillo oder der Pep Hohne aus der Haustür raustritt. Und dann auch hier wieder durch das Münstertal Straßen. Man könnte meinen, man ist in Kanada unterwegs. Man merkt aber, dass man in der Schweiz unterwegs ist, weil die Straßenführung und der Straßenbelag einfach super ist. Tja, die Finanzpolizei, aber so wenig Geld wie ich dabei hatte, war das kein Problem.
Von der Temperatur her war es die ganzen Tage ideal, einfach toll. Hier dann schon wieder die Grenze zu Österreich, nach Nauders. Und wenn man sich das vorstellt, was das früher wahrscheinlich für ein Thema war, so ein Grenzübergang, da ist das vereinte Europa wunderbar. Wenn du da, nimm ich mal, Schritttempo fahren musst und ganz einfach nur langsam die Grenzen passieren kannst und auch dein deutsches Impfzeugnis letztendlich in Italien gilt und man dann wieder schnurstracks am Röschersee ist. Wenn man sich das anschaut, hier hinter laufen ja Leute, also die können nicht übers Wasser gehen, sondern man hat den See abgelassen, um wohl irgendwie das Stauwehr zu reinigen, und jetzt läuft er im Moment wieder gerade voll. Man sieht da deutlich, wie hoch das Wasser sonst steht, und auch der Steg ist ganz im trockenen Gelege. Also Schiffe fahren ist da gerade. Wie gesagt, das ist der untere Teil des Wehrs und das ist eben der Blick auf Grauen. Dann ging es die Reschenstraße letztendlich weiter. Das ist natürlich immer ein bisschen eine Gurkerei, aber anders zu machen. Der Ferrari-Fahrer mit seiner Tochter oder Freundin, je nachdem, es war nicht möglich zu fragen. Ja, und dann wieder angekommen, und hier war wohl das Schwalbe-Treffzentrum. Nächster Tag war keine mehr da, wer weiß, wo sie nachgeflogen sind. Dann ging es am Mittwoch nochmals über den Jungfernpass, über das Penzer Joch, also über den Jungfernpass, das Penzer Joch nach Bozen und dann letztendlich eigentlich in Talano hoch auf die Hochfläche, super schön, hoch nach Schenna zurück, nach Meran. Und dann war einfach die Überlegung in St. Leonhard, fahre ich nochmal aufs Timmelsjoch hoch, ob ich einfach nochmal hochfahre, um dann ins Hotel zu gehen oder zu fahren. Wie gesagt, morgens noch ein bisschen verhangen, noch ein bisschen düsterer wie beim ersten Mal. Aber trotzdem wunderbar, man hat alle Reißverschlüsse zugemacht und gut war's. Das ist der Blick auf die auf die Brenner Autobahn. Und zwar in der Nähe von Sterzing, wo es dann aufs Penzerjoch schon wieder hochgegangen ist. Und auf dem Penzerjoch war sozusagen gar kein Verkehr. Es war ein wenig frisch, aber mit der Griffheizung ist das nochmal besser auszuhalten. Und dann eben aufs Penzerjoch wieder runtergefahren. Auch da hat einem die ganze Straße Leute. Mal ein Radfahrer, vielleicht mal ein Motorradfahrer oder ein vereinzelter Porsche-Fahrer, aber sonst sehr, sehr überschaubar. War ja früher schon mal auf dem Pinsel, da war das Wetter genau gleich. Da gerechnet, ob das vielleicht nur zum Regnen anfängt, aber wie gesagt, es war toll, es hat gehalten. Dann ging es durch das Sarntal Richtung Bozen, einfach landschaftlich ein Gedicht, an einem größeren Omnibushalteplatz einfach mal kalte und das Tal genossen mitsamt dem Traktor hier, weil es roch so gut nach frisch gemähtem Gras, das er dann immer noch mal gewendet hat. Also da kann man einfach mal stehen bleiben und mal mit allen Sinnen die Landschaft aufnehmen. Ich sage hier das Thema, ein bisschen im Überblick, Jaufenpass, dann letztendlich hier durch das Sarntal,
dann noch Bozen ein bisschen durchgeeiert hier unterrum und dann über diese Straße hoch noch nach Schenna, da hoch und dann wieder ein bisschen zurück und dann, wie gesagt, das Passeiertal hoch. Da ist halt im Passeiertal immer relativ viel Verkehr. Ja, das ist jetzt um Bozen rum. Das ist dann jetzt schon die Höhe erklommen. Und über die Hochfläche ist die Fahrt nach Meran wirklich auch wieder ein Gedicht. Das Freibad in Schenna, wer das kennt, hatte schon zu. So, hier war dann die Frage, Linksfahrer oder Rechtsfahrer. Ja, wie gesagt, erst links, dann rechts, dann hat schon passt. Gesagt, dann wieder. Einfach von circa 700 Meter auf 2500 Meter hochfahren. Dann machen wir nochmal beim Aussichtspunkt. Oben muss man dann aber doch auch nochmal ein Leibli anziehen und alle Reißverschlüsse zumachen, weil es war wirklich etwas frisch. Beim Runterfahren, früher gab es mal so ein altes, verfallenes Militärgebäude. Das ist nun integriert in diesem Gebäude. Also sprich, das ist Museum drumherum gebaut zur Timmelsjochstraße, alle fahren dran vorbei. Ich natürlich beim ersten Mal auch, beim zweiten Mal aber war dann einfach das Thema, will ich mir anschauen. Wie gesagt, das ist die Außenfassade und das alte Gemäuer ist einfach umbaut wurde. Und wenn man sich mal überlegt, wie man 1955 die Straße gebaut hat, dann denke ich, die Straße des Friedens, hoffentlich bleibt sie das für immer. Wie gesagt, und innen drin hat es den verblichenen Charme einfach belassen mit einer Fotoausstellung. Also ganz toll eigentlich gemacht. Auf jeden Fall anhalten und anschauen. Dann ging es auch schon wieder weiter runter. Diese zwei Aussichtspunkte oder Schaufenster sind relativ weit oben noch. Auch da ist beim zweiten Mal natürlich ein bisschen arg sein. Dann ging es wieder so durch Tunnels, über tolle Brücke. Wenn man Zeit hat, kann man sich die einfach mal in aller Ruhe anschauen. Dann unten in St. Leonhardt gab es das Geburtshaus vom Andreas Hofer und ein kleines Museum dazu, wie die Leute früher gelebt und gewohnt haben. Ja, das sind wir heute weit weg davon. Und zum Tagesabschluss gab es dann extra noch einen Regenbogen, sprich die Wiesen wurden gewässert und die Sonne machte das Spektralfarbenspiel draus. So, am Donnerstag, 9. September, ging es von St. Leonhardt ein bisschen von Meran nach Bozen auf der Autobahn oder auf der Bundesstraße, dann die Mendel hoch zum Gardasee, über die Ostseite runter übersetzt mit der Fähre und über die Westseite wieder hoch bis hoch zum Penegal. Eine ganz tolle Tour. Schauen wir mal, was die Bilder bringen. Wie gesagt, morgens frühzeitig losgefahren, um ein bisschen Strecke zu machen, auf der Autobahn gewesen und dann ging es aber auch schon die Mendel hoch. Der Straßenbelag ist vor 2 Jahren mal gerichtet worden. Eine ganz tolle Straße, macht echt Spaß zum Fahren. Dann ging es, wie gesagt, weiter Richtung Gardasee zu einem ganz komischen Friedhof, aber andere Länder, andere Sitten. Da sind zum Beispiel Verstorbene von 1911 beerdigt in Familiengräber. Also Anfang vom 19., vom 20. Jahrhundert war schon ein bisschen schaurig. Und dann, wie gesagt,
abseits der Hauptverkehrsstraßen einfach cruisen, an wieder einem Pass vorbei. Es ärgert mich eigentlich persönlich immer, wenn da jeder meint, er müsste irgendeinen Kleber drauf machen und kein Mensch weiß, wer der Kleber eigentlich ist. Also für mich total blöd. Und wieder durch enge italienische Sträßle, je näher es zum Gardasee ging, desto italienischer wurde es. Der Gardasee dann erreicht und mal Bild mit Selbstauslöser probiert und ein bisschen gebummelt und dann eben auch schon am See entlang weitergefahren. Aber da hat es dann in Riva del Garda doch auch jede Menge Leute gehabt. Aber so war der See schön zum Genießen, immer mal wieder angehalten und sich die Kulisse verinnerlicht. Dann der Strand letztendlich gleich am Wegesrand oder an der Straße. Und dann ging es zur Fähre. Die ging ab in Tori und setzte dann ganz einfach über, da Tori del Benaco bis auf die andere Seite nach Maderno, ungefähr ein bisschen länger wie von Konstanz nach Meersburg, deswegen auch 3 € teurer. Die Fähre war fast leer, aber fuhr trotzdem fahrplanmäßig. Man kriegt da dann auch ein bisschen das Gefühl für die Größe vom Gardasee. Ja, das war bei der Abfahrt nochmal und ist so ein bisschen die Impressionen auf der Fähre ganz einfach eingefangen. Das war dann kurz vorm Anlegen. Mein Glücksschwein, in Anführungszeichen, schaut immer sehr interessiert aufs Navi. Ist auch immer fleißig im Wind gewesen. Ja. Dann ging es an der Westseite des Gardasees entlang durch Tunnels und andere Tunnels. Ab und zu konnte man mal einen Blick erhaschen, aber es kamen dann wieder Tunnels. Und das ist schon ein bisschen vielleicht das Dilemma der Westseite, weil die Tunnels lösen sich zwar vom Bauzustand ab, aber es sind eigentlich fast zu viele, um schön zu cruisen. Irgendwann sind dann auch mal die ganzen Tunnels wieder vorbei und dann kam ich in Riva raus und fuhr dann erst in Richtung Trento, wollte aber nicht durch Trento fahren, weil da bin ich schon früher mal ein bisschen narrisch geworden und dann bin ich einfach vorher da links weg und den Berg hoch. Richtung dann zum Penegal. Und die Landschaft war zum Fahrer viel, viel schöner wie unten im Tal auf der Hauptverkehrsstraße. Vielleicht ein bisschen länger gebraucht, aber so what. Das war, wie gesagt, das Hotel auf dem Penegal mit einer eigenen Garage für die Motorräder, Halbpension mit nettem, gutem Essen. Das war die Sicht aus meinem Zimmer. Wollte eigentlich einen richtigen Dolomiterblick haben, aber vielleicht beim nächsten Mal wieder. Und das war letztendlich der Blick von der Terrasse mit den Dolomiten im Hintergrund, Bozen und da geht es Richtung Meran und das hier ist der Kalterer See. Also wer da mal in der Ecke ist, ich empfehle es.
Irrer Blick auf den Kalterer See vom Penegal und im Hintergrund dann im Abenddunst die Dolomiten. Blick auf Bozen und dann Richtung Meraina. So, dann ging es am Freitag, 10. September, letztendlich vom Penegal nochmal Richtung St. Moritz im Großer Burger und dann wieder durchs Münstertal nach Nauders und dann nach Landeck und dann über den Arlberg bis nach Warta. Das war die Morgenstimmung. Wie gesagt, September noch ein bisschen wahrscheinlich schon der Herbstdunst oder sowas drin gewesen, aber einfach eine tolle Stimmung. Wenn es dann auch warm genug ist, kann man da auch frühstücken auf der Terrasse im Sommer und hat dann dieses Spektakel. Also, was willst eigentlich mehr? Wie gesagt, je höher die Sonne kam, desto kräftiger wurde sie schon. Gut, so manche Stellen im Hotel ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber was soll's. Auf der Seite vom Hotel hat man dann abends einen Blick zum Sonnenuntergang auf die Ortlergebirge. Also kann man sich raussuchen, was man wie möchte. Dann, wie gesagt, ging es wieder vom Mendelpass rechts weg, durch kleine Ortschaften, tolle Landschaften, bis zum Passo de Tonale. Und von dort ging es dann auch weiter in die Lombardei. Und ja, wie gesagt, es wurde immer italienischer. Wie gesagt, kleine Sträßle und als Zugfan ist mir das Herz ein bisschen aufgegangen, weil diese Kehre eigentlich ganz berühmt ist für die Rätische Bahn, dass sie da letztendlich Höhe gewinnt und dann komme ich da mit dem Moped dahergefahren und dann kommt da schon der Zug, der nach St. Moritz fährt, sprich der schraubt sich da auf 2000 Meter hoch, der so über den Bernina Pass fährt und dann auf der anderen Seite wieder hinunter zu fahren. Für die ganz Fotofreudigen gibt es dann hinter auch noch eine Aussicht oder zwei Aussichtswaggons. Genau, da kann man das Ganze dann im Freien genießen. So wie es aussieht, hätte es wohl noch Platz im Zug gehabt. Wie gesagt, die Gleise, Schmalspur, sind dann immer mal neben der Straße oder man fährt auf den Gleisen, muss dann immer mal schauen, ob der Zug von hinten kommt oder ob er entgegenkommt. Und dann, wie gesagt, auf dem Bernina-Pass gewesen, überfahren. Der hat mir irgendwie zum Lachen gebracht, weil der ist am Pass oben, so wie der da drauf sitzt und wie er radelt, ganz locker. Aber wenn man sich das anschaut, hat er wahrscheinlich eine ganze Tasche voll mit Akkus drin, weil der ist so viel dann aufgeradelt, im Gegensatz zu den ganzen anderen Rennradfahrern. Das war schon lustig. Wie gesagt, hier sieht man dann auch, das ist ein bisschen unterhalb im Bernina Pass, wie die Eisenbahntrasse letztendlich verläuft. Also das wäre sicherlich mal auch eine Tour, die ich mir sehr schön vorstellen könnte.
Das war dann auch ein Parkplatz, wo man letztendlich auf den Gletscher sehen kann, den Bernina Gletscher, und dann unten auch wieder die Eisenbahn letztendlich irgendwann mal das Tal hoch gefahren kommt. Und da fährt sie dann halt auch wieder aus dem Bild. Das war dann letztendlich kurz vor St. Moritz. Wobei, da wäre es dann links weitergegangen, bin dann aber durchs Münstertal rechts weiter gefahren. Ich sage hier nochmal eine Karte eingeblendet, die Fahrt. Jetzt mal schauen, da war der Penegal, die Mendel und dann, wie gesagt, hier im Bogen einfach runter und dann wieder, wie gesagt, hier war St. Moritz links weg, ich dann rechts weg, durchs Tal, wieder bis nach Landeck vor und dann über den Arlberg hoch bis Fahrt. Ja, einfach immer um Straßenpfeil nach, dann wird schon besser. Am Wegesrand einfach mal anhalten, ja, Bildle machen, gucken, wie man so irgendwie geschickt nachkriegt. Ich finde, so hat Motorradfahren noch viel mehr. Dann kam ich auch schon wieder an die Schweiz, die österreichische Grenze, die eigentlich auch nur zwei Zöllnerkette, die gelangweilt gewunken haben. Aber ja, so ist halt. Besser so wie anders. Das ist die Reschenstraße. Und die Straße, auf der ich stehe, ist die, wo es Münstertal kommt, vor nach Nauders. Und wie gesagt, das ist die Reschenstraße hier. Dann ging es weiter nach Landeck. Der Tunnel war immer noch mautfrei, weil die Umgehungsstraße ja noch gemacht hat. Das ist Pettnau am Arlberg. Auch hier immer mal, wenn ich an der Ecke bin, das gleiche Bild mit dem Kirchturm im Hintergrund. Und dann ging es auch schon die Flexengalerie hoch. Ja, das ist Zürs, da habe ich eigentlich noch nie einen Menschen gesehen. Und im Winter kommen wir mit dem Motorrad durch und dann ist man es vermutlich auch zu teuer. Dann ging es die letzten Meter nach Wart hoch. Das ist, wie gesagt, der Weldemetzger, der unter sein Verkauf hat, gastronomischer Bereich, Selbstbedienung draußen. Und oben hat er Ferienwohnung und ganz oben hat er letztendlich seine Hüttenzimmer mit Stockbetten. Und zu einem relativ günstigen Preis, das ist immer mal ein Stopp wert. Das ist nur so ein bisschen die Abendstimmung. Und wie gesagt, hier hat er dann noch eine kleine Sauna mit Blick auf die Berge. Da schlafst du noch ganz, ganz entspannt. So, dann ging es auch in den siebten Tag und den letzten Tag von Wart ging es durch Vorarlberg, dann durch Oberschwaben, über Solgau zum Grillen und dann nach Hause. In der Nacht hat es geregnet, war nicht so tragisch. Die Straße hat abtrocknet und auf dem Start war es dann eigentlich auch Drucker von oben. Da wunderte ich mich zum ersten Mal, was das alles für komische Flecke auf der Straße sind und warum letztendlich eine Verkehrsbehinderung im Navi eingezeichnet war. Das ist die Abfahrt nach Schröcken hinunter. Und für mich eine
der schönsten Kurven, die es letztendlich in Vorarlberg gibt. Nicht die, aber die, wo es dann gar kommt. Und durch das Nebelverhangene hatte die eine ganz besondere Atmosphäre, die Kurve und der Morgen. Das ist die Kurve, die auf Stölzer hinausgebaut ist und die sozusagen frei über dem Tal hängt. Und dann der Nebel dazu und das, die Stimmung, das war einfach toll. Ja, da wurde dann doch der Straßenbelag schon ganz komisch. Das war vor Mellau. Und dann war auch klar, es war Viehscheid. Sprich, die Kühe wurden von der Alm geholt und ins Dorf getrieben. Und da relativ viel Rindviecher unterwegs war, hat die Straße dementsprechend eben auch ausgeschaut. Und ja, die Kühe hatten Vorfahrt, die waren jetzt hier noch nicht so nett geschmückt. Die sind dann, wie gesagt, in Mellau alle links abbogen. Dann ging es auch wieder ein bisschen flotter. Auf den nächsten Viehtrieb, auf den ich gestoßen bin, zum Fotografieren, da waren die Kühe doch dann auch schon geschmückt. Und die schönsten waren dann, die im dritten Mal entdeckt haben. Nur wie gesagt, das war dann weniger erfreulich, weil das Zeug hat gelebt, sehr komisch, ekelhaft. Und wenn man sich anschaut, wie weit die Kühe noch weg sind und was die für einen Lärm machen und was die für riesengroße Kuhglocken hängen, da ist das ja schon fast Tierquälerei, weil diese Glocken, die müssen ja die ganze Kuh in Vibrationen bringen. Ja, und dann wollte ich das mal aus der Nähe fotografieren, aber musste dann der Kuh doch schnell in Richtungsdämpfer geben. Das wäre wie nur gerade jedes Moped laufen. Dann war ich noch kurz in Krumbach, da gibt es an linker Hand so ein kleines Türmle, wo man ganz tolle Aussicht genießen kann. Bin dann auch noch mal in Sulzberg auf die Aussichtsterrasse gefahren, um einen Abschiedsblick zum erhaschen. Tja, das war dann irgendwo bei Riedlingen. Da war dann alle Elektronik schnell wegzupacken, weil da hat es gegossen wie aus Eimer. Um dann letztendlich noch kurz bei der Fähringer Hütte vorbeizuschauen, da trafen sich die Motorradbiker der Region Tuttlingen, Rottweil-Balingen, Villingen, Schwenningen und Sigmaringen zum vergnüglichen Grillen. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. Und dann war ich irgendwann mal noch knapp 1800 Kilometer dann auch zu Hause. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert letztendlich den Kanal oder lasst mal einen Daumen da. Ja, das waren Bilder, die der Dani dann noch gemacht hat. Fröhlich, aber frohen Mutes zurückgekommen und vor allem gesund. Hier nochmal alle Touren im Überblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich auf eure Kommentare. Bis bald mal wieder. Macht's gut und tschüss.